KLM hat am Wochenende Passagiere stehen lassen, hat sie aber am Wochenende wieder abgeholt. EasyJet hat 80 Flüge gestrichen. Nürnberger Flughafen 80 Flüge nicht gestrichen, aber ohne Gepäck in Urlaub, weil was kaputt gegangen ist. Michael O'Leary möchte Militär am Flughafen einsetzen. Mehr kann ich einfach heute nicht mehr sagen. Also, das ist Wahnsinn. Der Herr Hoffmeister. Der Herr Korsten. Wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Denkt auch heute dran, wenn Michael O'Leary das Militär am Flughafen einsetzen möchte, den Abonnierbefehl zu folgen, weil sonst muss ich den Militärbefehl geben. Und ich gehe immer nur von nuklearen Lösungen aus. Deshalb einfach Abonnierbefehl, Glocke anmachen, unten kommentieren und Like dalassen. Mario, das ist der Moment, wo du einfach Jawohl sagst. Jawohl, Herr Oberfeldwebel. Also insofern verpasst eure tägliche Dosis nicht an Meilenpunkten und Status. Heute fangen wir natürlich wie immer auch mit den Stammtischen an. Kleiner Reminder, Frankfurt haben wir diesmal nicht, aber München, Berlin, Hamburg. Denkt daran, unten in den Shownotes die Daten. KLM, die haben von sich Reden gemacht aus mehreren Gründen. Die haben ja schon angekündigt, dass sie keine Tickets verkaufen. Die haben angekündigt, dass sie ein Problem an Schiphol haben. Sie haben angekündigt, ja, dass sie einfach ein Problem haben. Und deshalb hat KLM auf gefühlten, ja, wie viele Flüge waren das? 20 oder sowas? Am Samstag, Afternoon, wie das so schön heißt, nachmittags, ja, die Passagiere nicht mitgenommen und sind mit leeren Flugzeugen zurückgeflogen. Mario, was ist da passiert? Also tja, also es ist schon ziemlich heftig, was dort am Amsterdamer Flughafen so passiert. Also die haben ja, du hast es ja gesagt, ohnehin schon Flüge gestrichen, vor Wochen schon, weil man nämlich keine Kapazitäten hat, um die Flugzeuge dort abzufertigen. Und dann kamen auch noch angeblich ungünstige Wetterbedingungen dazu und kurzfristig musste auch noch ganz unerwartet dringend da irgendwas an den Start- und Landebahnen repariert werden, sodass es wohl ein Riesenchaos gab und ja, KLM vorsichtshalber gesagt hat, nee, dann lassen wir die Passagiere mal lieber da, wo sie sind und fliegen leer zurück. Könnte man sich natürlich fragen, warum fliegen die leer zurück und bleiben nicht auch da? Aber es hat natürlich eine gewisse Logik, wenn die alle wieder im Ausgangs- oder beim Ausgangsflughafen sind, können sie dann natürlich wieder das normale Geschäft mehr oder weniger starten. Für die Passagiere, die quasi überall in Europa gestrandet sind, ist das natürlich wenig hilfreich und ziemlich unschön. Und ich habe ein bisschen Sorge, wenn das jetzt schon Ostern und Pfingsten passiert, was dann so los sein wird, wenn es so richtig losgeht, nämlich in den Sommerferien. Ja, du sagtest es richtig. Also im Prinzip, also ich meine, wenn ein leeres Flugzeug zurückfliegen kann, dann kann es ja nicht so mit der Landebahn oder zumindest mit den Winden ein Riesenproblem gewesen sein. Dann sollte man da sich ehrlich machen. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder so eine Nummer, um der EU-Kompensation aus dem Weg zu gehen. Ich schätze mal 20 Flieger, rechne einfach mal 150 Leute pro Flieger, die sind ja proppe voll gewesen. Dann sind das 3.000 Leute, 3.000 Leute, a 250 Euronen. Dann weißt du, wo der Hammer hängt. Ne? Also da, ja. Das ist viel Geld, das ist teuer. Und ja. Gleich mehr dazu, was mit den Passagieren passiert ist. Auch EasyJet hat Probleme, die haben Unterbrechungen im Flugverkehr, haben am Sonntag auch 80 Flüge storniert bzw. nicht ausgeführt, aber das wirklich, weil sie keine Mitarbeiter am Flughafen haben. Und da sind sie halt relativ ehrlich gewesen. Aber auch die Flughäfen Amsterdam, Schiphol, Berlin, Brandenburg, Genf, London, Luton, Gatwick, Milan, Malpensa haben also auch diese Probleme überall. Und deshalb haben sie also Düsseldorf, genau, die Düsseldorfen. hat man also 80 Flüge einfach gestrichen. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann ist das ja so wie eine Seuche. Und Mario hatte das ja eben auch gesagt, dass man diese Operations auch wieder reduziert hat, dass man also wirklich gesagt hat, wir machen einfach schon weniger Flüge, aber jetzt wird es wirklich so eng, dass man auch da schon Stress bekommt mit den weniger Flügen. Und
In London war natürlich Heckenbrand. Die Queen hat da ihre Platin-Jubiläe gefeiert. Das ist jetzt keine Platin-Card, die sie vom British Airways bekommen hat, sondern sie ist, glaube ich, jetzt 70 Jahre lang Veranstaltungsleiterin vom Buckingham Palace, ne? So ist es. Ja. So ist das, so ist das. Ja, das ist alles schon ziemlich gefährlich. Man hatte halt, wahrscheinlich ist man davon ausgegangen, dass sich die Luftfahrt viel langsamer erholt. Aber es war ja schon seit einigen, man muss es ja schon fast sagen, Monaten abzusehen, dass das dann doch viel schneller geht. Und wir wissen ja noch vom letzten Sommer, als es wieder ging, dass die Buchungszahlen sprunghaft nach oben gegangen sind. Und eigentlich war das jetzt auch nicht so unvorhersehbar, dass das dieses Jahr wieder losgeht, wenn die Corona-Regeln fallen. Aber die ganzen Flughäfen, wir wissen es, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, haben halt insgesamt in Europa wahrscheinlich 10, wenn nicht Hunderttausende von Leuten freigestellt, alle Flughäfen zusammen. Und jetzt hat man halt ein Riesenproblem, was die Sicherheit, die Gepäckabfertigung, die Check-in-Schalter angeht. Und mir graut ein wenig vor dem Sommer. Ja, es ist eine Katastrophe und du hast ja eben auch berichtet, dass im Familienkreis jemand eine Nachricht gesehen hat, was in Berlin Brandenburg International oder BER, wie er jetzt heißt, passiert ist. Und ich sage es immer wieder, Berlin hat keinen Flughafen. Ja, Berlin hat keinen Flughafen und am Brandenburger Flughafen läuft es scheinbar auch nicht so wirklich rund. Ja, aber wie war das mit den Leuten? Da hatten eine Familie oder was war da? Die hatten Ja, gesagt, sie sind verspätet, wenn sie nicht genau. jetzt die Schlange oder wie war das? Ja, die waren früh genug am Flughafen, nachweislich vor 4 Stunden vorher da. Dann gab es schon beim Check-in, hat ewig gedauert, dann Gepäck. Und dann standen sie in dieser riesigen Schlange und hätten ihren Flug, ich glaube, er ging in die Dominikanische Republik oder Domrep. Und dann haben sie auf sich aufmerksam gemacht, sind halt an der langen Sicherheitsschlange vorbei und haben gefragt, ob sie denn wohl vor können. Und die Leute haben dann wohl auch gesagt, ja, gehen Sie vor, wir haben noch relativ lange Zeit, aber wurden dann von der Bundespolizei zurückgeschickt und die gesagt haben, nee, hier wird sich nicht vorgedrängelt. Ja, die mussten sich dann wieder hinten anstellen und haben dann natürlich ihren Flieger verpasst. Das ist alles so unfassbar. Also überleg doch mal, 4 Stunden vorher am Flughafen. Also selbst zu normalen Hochzeiten, ja, bist du normalerweise selbst, weiß ich nicht, ohne Fastlane und Status oder sonst was, ist man in der Regel doch nach 1,5 Stunden aller spätestens durch den Check-in, durch die Gepäckaufgabe und die Sicherheit durch. Es ist ja der Wahnsinn, 4 Stunden vorher da zu sein und es dann doch nicht zum Flughafen, beziehungsweise doch nicht zum Flieger zu schaffen. Unfassbar. Ja, also ehrliche Antwort, ich glaube, bei 1,5 Stunden hätte ich schon Low Tolerance, das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Da Ja. hätte ich schon Halsschlag Ja. leider. Also das geht gar nicht. Wo Ich weiß, ich weiß, Leute ich auch Halsschlagader hatten, war in Nürnberg am Flughafen. Viele sind von Nürnberg aus gestartet und haben dann den Urlaub ohne Gepäck begonnen. Warum? Die Pfingstferien waren natürlich unerwartet dieses Jahr. Die sind natürlich nie verkündet worden. Die Deutschen wollen fliegen, die Flüge sind ausgebucht, aber am Samstagmorgen hatte man ein Problem, weil das Gepäck in Nürnberg am Flughafen war. Das war jetzt kein Problem mit dem Stuffing, sondern ein technisches Problem, was an der Gepäcksortieranlage passiert ist. Und da gibt es jetzt so ein bisschen Stress, weil die Urlauber natürlich, wenn sie Domrep oder wohin die Flüge auch gegangen sind, Kos, keine Ahnung, wer wo nach, von der Türkei, hätte ich was gesagt, von Nürnberg aus geflogen ist, in die Türkei, so wollte ich das sagen. Die Leute haben dann keine Kleidung, Zahnbürste, Medikamente und so weiter und so fort. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, Medikamente oder Sachen, die man dringend braucht, nicht ins Aufgabegepäck. Learning, Leute, Learning, ne? Ihr könnt Medikamente, auch wenn sie mehr als 100 ml sind, mit entsprechendem Veranstaltungszettel vom Arzt natürlich mitnehmen. Also das nur so als kleiner Tipp nochmal. Aber Christian Albrecht, Pressesprecher des Nürnberger Flughafens, hat einfach gesagt, es wird gerade alles organisiert, die Gepäckstücke werden sortiert und für die Nachlieferung bereit gemacht. Er hat sich natürlich auch entschuldigt und hat auch gesagt, dass das Unannehmlichkeiten sind, aber auf Facebook oder aber auf anderen Veranstaltungen, wo man sich Luft machen kann, gibt es ein Riesenproblem. Ein Mitarbeiter, ich habe es gesagt, der keine Kleider hat, sagte, wir sind heute in Alanya angekommen und erst dort haben wir erfahren, dass unsere Koffer überhaupt nicht dabei sind.
Wir haben eine Woche Urlaub und müssen jetzt auf unsere Sachen warten. Kein Mensch sagt uns, wann sie überhaupt bekommen werden. Da sind Medikamente für Kinder dabei, alles Mögliche. Hier nochmal Medikamente, selber schuld, sorry, da habe ich kein Verständnis für. Aber was für ich Verständnis habe, ist, dass man einfach sagt, warum haben die nicht gesagt, dass das Scheißband kaputt ist? Dann hätte man sich umorientieren können, hätte Sachen nochmal ins Handgepäck nehmen können und so weiter und so fort. Das Problem ist natürlich auch die Rennerei, das bezahlt einem doch kein Schwein. Du bist dann irgendwo auf Kreta oder keine Ahnung wo, musst dann erstmal deine PER machen und ja, das ist halt das Thema. Wobei aber die Leute natürlich sagen vom Flughafen, hey, wir sind nicht schuld, weil das wäre eine Entscheidung des Piloten und der Pilotin gewesen, dass man einfach seinen Slot nicht verliert. Ja, ich habe aber schon Flüge erlebt, wo man gesagt hat, wollen Sie auf Ihr Gepäck warten oder wollen wir heute noch losfliegen? Und dann hat sich die Mehrheit im Flugzeug sozialistisch für Weiterfliegen entschieden. Alles passiert, also war erlebt. Ja. Ne? Also ich finde, du hast ja mit allem Recht. Ich finde aber, wenn man weiß, dass das Gepäck auf jeden Fall nicht mitkommt seitens des Flughafens, dann wäre es einfach fair, den Leuten das beim Check-in mitzuteilen oder mitteilen zu lassen. Klar, ich gebe dir recht, Medikamente gehören eigentlich nicht ins Aufgabegepäck, vor allem wenn man sie braucht, die sollte man immer ins Handgepäck nehmen. Es gibt ja aber jetzt viele Leute, die fliegen so oft wie du oder wie ich vielleicht, sind da auch etwas unerfahren, denken, naja komm, das machen wir ins Gepäck rein und dann geht's los. Aber es ist ja genauso, wie du gesagt hast, da müsste man doch zumindest Bescheid sagen und sagen, Leute, wir haben hier Probleme mit unserer Gepäcksortieranlage, eventuell kommt Ihr Gepäck nicht mit. Wenn Sie was dringend brauchen, nehmen Sie es noch aus dem Aufgabegepäck raus und dann geht's los. Also jetzt seitens des Flughafens quasi den Fluggesellschaften die Schuld zu geben, die können ja nun gar nichts dafür, dass die Gepäcksortieranlage nicht geht. Ne? Also schwierig, ja. Ganz schwierig. Wobei ich dann natürlich jetzt keine Rechtsberatung gebe, aber das Problem stellt sich dann natürlich, wer ist juristisch haftbar? Und ich persönlich als Passagier habe keinen Vertrag mit dem Nürnberger Flughafen, wenn ich von da abfliege. Ganz richtig. So, das heißt also, der Ansprechpartner sind die Fluggesellschaften und die müssen sich dann beim Flughafen schadlos halten. Aber an dieser Stelle immer wieder der Tipp, wenn Gepäck nicht da ist, wenn Gepäck beschädigt ist, geht sofort zum Counter und meldet es. Lasst euch einen PIR geben, einen Passenger Irregularity Report. Ganz, ganz wichtig mit der Nummer. Da sind alle Daten drauf. Den Zettel müsst ihr haben und dann innerhalb von 7 Tagen der Fluggesellschaft nochmal mitteilen, dass ihr das geltend macht, den Schaden. Weil wenn ihr das nicht innerhalb von 7 Tagen macht, dann gibt es nichts. Aber ihr solltet dann natürlich auch Sachen holen im Allgemeinen, was man so braucht. Dass man jetzt nicht natürlich das gute Rasierwasser holt, Old Spice, da braucht es natürlich auch nicht zu sein. Gibt es das überhaupt noch? Auf jeden Fall, ja, gibt es noch, den Stinkepeter. Auf jeden Fall, das ist halt, es muss alles im Rahmen sein. Und dann ist das Problem aber wirklich diese Rennerei. Das nur dazu. Ist halt ärgerlich. Ist halt immer ärgerlich. Ja. Was ärgerlich ist, ist auch KLM, dass man am Pfingstsonntag erst abgeholt wurde, obwohl man am Pfingstsamstag, gibt es Pfingstsamstag überhaupt, fliegen wollte. Und die Passagiere, die gestrandet sind, werden jetzt einfach wieder abgeholt. Es ist anscheinend auch nicht so ganz gelungen, weil die Nachrichtenagentur ANP gesagt hat, dass viele Passagiere auch ihre Anschlussflüge verpasst haben. Die Lage hat sich natürlich entspannt, aber die Gestrandeten, ja, die haben halt ein Riesenproblem, weil die rennen natürlich auch den Sachen hinterher. Urlaub vermiest, man hat einen Tag weniger vor Ort oder zwei oder drei. Das kann natürlich sein, wie man da ankommt, weil es gibt ja auch einige Ziele, die werden ja nicht täglich angeflogen. Dann gibt es auch eine Reporterin von ANP, die auf dem Flughafen auch unterwegs war. Und die hat halt gesagt, dass das alles sehr, sehr unorganisiert war. Und da muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, klar, aber wenn ihr schon die Leute nicht mitnimmt, dann müsst ihr euch darum kümmern. Es sind natürlich jetzt auch keine Szenen genannt worden wie bei Ryanair oder sowas, wo dann das Personal einfach mal abgehauen ist, die Tür zugemacht hat und dann weggegangen ist. Aber ja, ich finde es persönlich, ich nenne es jetzt einfach mal speziell, oder Mario, wie soll man das sonst nennen? Ja, es ist schon tatsächlich sehr speziell, denn der Amsterdamer Flughafen ist ja auch ein
relativ bekannter Umsteigeflughafen. Und wie du schon sagst, wenn ein Tag später ankommt, sind die Flüge weg. Man hat ja auch versucht, sie irgendwo anders hin umzubuchen, die Passagiere. Das ist eine echt unangenehme, sehr unangenehme Situation. Aber ich finde, der Flughafen hat ja wohl auch gesagt, man will jetzt für den Sommer sich besonders vorbereiten, mehr Personal anwerben und auch höhere Löhne bezahlen. Naja, wir haben jetzt Juni. Ich weiß nicht, so Ende des Monats geht es bereits los mit den Sommerferien. Insbesondere da in Amsterdam kommen ja auch viele, viele Deutsche. Ich selber bin ja auch schon öfter mal abgeflogen. Also das halte ich für völlig unrealistisch, jetzt innerhalb von wenigen Wochen da noch massiv Personal aufzustocken. So, ich bin sehr gespannt. Ja, also ich bin auch gespannt und 42 Flugzeuge waren das sogar, die leer zurückgeflogen sind. Also dann können wir ja auch nochmal die Passagieranzahl, die wir eben mit Ja. 150 und 30 hochgerechnet haben, oder 20 Flügen, auf 42 Flüge erhöhen. Nur damit man Das wird es teuer. weiß. Das wird teuer. Viel Spaß. Da muss man viel Gouda verkaufen oder lange stricken. Michael O'Leary, der ja nie zu schade ist für eine Headline, sagt, wegen des Reisechaos, ja, Militär am Flughafen, ganz einfach, wir marschieren am Flughafen ein, wir nehmen Berlin wieder in Beschlag oder sowas und das Militär soll aber nur aushelfen. Das heißt also, es soll da kein militärischer Einsatz gefahren werden, es brauchen keine Marder, keine Flakabwehrgeschütze und irgendwelche anderen Sachen, die wir jetzt alle runterdeklinieren können, leider eingesetzt zu werden, sondern man soll die Streitkräfte dort einsetzen, wie Flughäfen das ja auch machen. In Israel ist ja auch Militär, aber die haben da natürlich eine Ja. Sicherungsaufgabe und nicht, dass sie da irgendwelche Kontrollen durchnehmen. Aber sie sollten halt Sicherheitspersonal nehmen. Nur Mari, du hattest ja dann den weisen Worten von Michael O'Leary, die er ja dem englischen Sender ITV gegeben hat, direkt einen Einwand hast. Was hast du gesagt? Ja, ich halte das ja prinzipiell für eine charmante Idee, aber auch das Militär muss ja zumindest irgendwie im Ansatz eine Ausbildung, wie sich dann so an der Sicherheit verhält, was da so zu tun und zu lassen ist. Also das wird auch nicht von heute auf morgen gehen. Und die Soldaten müssen halt entsprechend abgestellt und ausgebildet werden. Und insofern wird das so kurzfristig nicht gehen. Grundsätzlich, du sagst es ja, in anderen Ländern geht es auch, grundsätzlich halte ich die Idee nicht für ganz schlecht. Und O'Leary ist ja durchaus nicht ganz zu Unrecht sauer, also auch wenn wir ihn sonst immer sehr hart kritisieren. Denn die britische Regierung hat ja gesagt, ja, ihr hättet euch im Vorfeld kümmern müssen. Das haben die ja, die Flughäfen, aber aufgrund des Brexit, doofe Sache, dumm gelaufen, können halt nicht mehr so ohne weiteres EU-Ausländer nach Großbritannien kommen und eine Arbeitserlaubnis bekommen, um dort zu arbeiten. Also es ist halt schwierig mit Arbeitsvisa. Insofern ist das so ein bisschen hausgemacht, aber für uns Passagiere, mir ist das völlig egal, ob aufgrund des Brexit kein Personal da ist oder aus welchen Gründen auch immer. Wenn ich in Europa hin und her fliege, egal ob Amsterdam, Gatwick, Luton, Heathrow, ich möchte meinen entsprechenden Service haben. Aber wir in Deutschland sind ja nicht besser, ne? Wenn wir die Ja, also Flughäfen und das Chaos an den Flughäfen. man muss natürlich ganz einfach sagen, dass die Engländer natürlich noch eine etwas verschärftere Konstellation haben, ganz einfach aufgrund des Brexits, wie du es richtig erwähnt hattest. Insofern auch hier schützt es trotzdem nicht vor Strafe in Form von langen Schlangen und so weiter. Also da muss was passieren. Also es geht einfach nicht so. Ja. So was auch nicht geht, ist der Südafrika-Schnelltest bei Ryanair. Ja, das ist cool. Das ist etwas, also ich weiß, also so, Ryanair fliegt nicht nach Südafrika. Das heißt also, ihr müsst nicht, wenn ihr nach Südafrika fliegt, anstatt des Covid-Pass oder sowas, müsst ihr keinen Test absolvieren. Das ist also keine neue Geschichte. Wenn du nach Griechenland fliegst, musst du erstmal Griechenland-Fragebogen machen. Wenn du nach Berlin willst, musst du erstmal Einbürgerungsfragen beantworten. Nein, sondern das Problem ist, dass die Financial Times berichtet hat, dass viele Passagiere anscheinend aus Südafrika gefälscht oder andersrum. Es gibt viele südafrikanische Pässe, die gefälscht sind mit Personen unterwegs und deshalb will man die Leute nicht nach England bringen. Und es gibt zwei Probleme bei dem Test.
Einmal natürlich, ich meine, das Personal, das checkt, wenn die Leute nach England fliegen, und die fliegen ja nicht von Südafrika aus, die sind ja auch keine Südafrikaner, die wissen ja auch nichts. Und die Fragen, die finde ich ja auch schon sehr spannend. Mario, wie heißt der höchste Berg in Südafrika? Keine Ahnung. Wie lautet die Ich Vorwahl habe für den Test nicht Südafrika? gemacht. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Kommst nicht mit, danke, Ich, doch, ich glaube, das ist aussteigen. die 27, ne? Oder? Ist das die 27? Ich weiß es nicht. Ist das nicht Nigeria, wenn die Rufnummer, die du nie annehmen sollst? Ach so, ja, richtig, das stimmt. Weiß es nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Aber ehrlicherweise, ich finde Ihr das könnt ja halt mal cool. kommentieren, wer weiß es, ja. Ja. Und der Test wurde nicht nur in England, sondern auch vor Flügen nach Irland angewendet. Und in den sozialen Medien wird natürlich da das Ganze kritisiert, weil es halt auch wirklich eine Schikane und eine Diskriminierung ist. Die Diskriminierung fängt nämlich da an, das ist ein Fragebogen, der ausgefüllt werden muss. Ihr seht das ja an dem Bild, was ich vorher eingeblendet hatte. Und es muss oder es soll in Afrikaans beantwortet werden. Mario, wie viele Amtssprachen gibt es in Südafrika? Ich glaube, 11 Amtssprachen und davon ist davon halt Afrikaans nur eine. Also, Ja. das ist schon ziemlich heftig, ne? Ja, vor allem das Problem ist ja, dass das Afrikaans ist ja das, was die in der Huren. Apartheid Genau. quasi aufoktroyiert gekriegt Ja. haben. Und finde ich also wirklich sehr, sehr schwierig. Ich bin jetzt niemand, der Woke ist oder der da jetzt irgendwelche Schmerzen hat. Aber das ist etwas, das hat zu viel Geschmack, finde ich. Finde ich auch ein bisschen. Aber das ist immer wieder so eine typische Ryanair-Lösung. Eben haben wir Bolivien noch gelobt. Jetzt müssen wir wieder sagen, alter Falter, das ist mal wieder so ein typischer Ryanair. Ja, also. War ein schönes Klo. Aber Hauptsache, er ist in den Medien Ja, erwähnt worden. absolut, absolut. Welche Fluggesellschaft auch mehr in den Medien genannt werden sollte, ist die LOT in meinen Augen. Warum? Weil die LOT eigentlich ein solides Produkt hat. Ich werde zwar immer kritisiert, wenn ich sage, dass sie sehr rustikal und robust sind, weil die Leute sagen, das ist jetzt. Aber ich empfinde es so und ich finde es aber auch nicht in irgendeiner Art und Weise als negativ oder schlecht. Warum? Ein Graubrot mit Salami dazwischen ist ja auch rustikal, ja? Genau. Aber es gibt einfach nichts Besseres manchmal wie einfach eine Stulle. So, und das ist halt einfach das, ja. Ich finde es gut. Ja, Also also was es, Ehrliches. genau, ehrlich, unaufgeregt, straightforward und direkt. So, und genauso ist die Lot. Und hey, wer dagegen ist, bitte, aber ich meine es wirklich nicht. Und das wollte ich nochmal sagen. Ich glaube, vor ein paar Wochen haben wir ja über die Lot gesprochen, oder ich habe über die Lot gesprochen. Und deshalb. Aber die Lot kann ich empfehlen. Die fliegen ja ab Budapest nach Seoul und jetzt haben sie auch wieder nach New York die Strecke aufgenommen mit der 787. Dieser Flug, den gab es ja mal, glaube ich, 2018 als Vor Covid. Non-Stop-Service vor Covid. Und der ist wieder eröffnet worden. Ich habe das auch in meiner LinkedIn-Timeline gesehen. Freunde von mir, die in Budapest arbeiten oder leben, haben halt diesen Flug auch verabschiedet, hätte ich fast gesagt. Ja, ist so. Wie findest du den Flug? Ja, also für Budapest ist das sicherlich eine schöne Sache, dreimal die Woche direkt in die USA fliegen zu können. Ich hatte mir im Vorfeld gar keine Gedanken gemacht, dass es ja in Ungarn gar keine große Fluggesellschaft gibt, also eine internationale, die Wisst natürlich, die auch interkontinental fliegt. Abu Und ja, gut. You know what I mean. Also in die USA oder halt in den Fernen Osten oder sowas. Aber wenn die Lot das übernimmt, why not? Also es ist eine gute Sache und wie Herr Korsten sagt, ein solides Produkt. ganz genau. Und vor allem, es gibt Hon-Meilen, es gibt Senatormeilen, es gibt Executive Bonus, also all das, was man in der Miles and More Welt liebt, mag und schätzt. Ich muss ja einmal tief durchatmen. Ich selber bin bei IHG One Rewards Benefits Diamond Member geworden. Das Programm sollte jetzt im, ja, vorher hieß der ganze Ist dein Quatsch, Thema. ja, hieß Spire.
Ich habe das Programm bei IHG ja auch immer so genannt, dass das ein Rabattprogramm ist, noch schlimmer als Hilton. Und man hat es jetzt erneuert. Man hat da Sachen verbessert. Man hat da Sachen gemacht, dass man ein echtes Programm namentlich auch umgenannt hat. Deshalb lasst uns doch einfach mal auf die Thematik schauen. Man wollte am 6. Juni, was haben wir für ein Datum heute eigentlich, Mario? Heute haben wir den 6. Juni. Das Programm starten. Dann habe ich mit dem Hotel gesprochen und die sagen, nee, das soll am 8. laufen. Mhm. Ich hatte nämlich in Berlin einen Aufenthalt im IHG Hotel. Irgendwie hatte ich auch im Hörgang, dass das der 1. Juni sein sollte. Dann habe ich gefragt, was für Vorteile habe ich denn als Diamond? Daraufhin, Vorteile? Ja, es gibt diesen Getränkekupon. Ist wie früher, es ändert sich nichts. Und ich so, kann man das erkennen? Man hat zumindest umgestellt. Warte. Ich sehe, habt ihr gerade. Ja, genau. Ja, umgestellt ist. Was bist du? Ich habe es gerade nicht gesehen. Ich bin gar nichts. Ich muss mich einloggen erstmal. Ach so, du bist gar nichts. Ich habe, glaube ich, keinen Start. Ich bin Diamond. Ich bin von Spy auf Diamond gegangen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann erzählt, ja, man kriegt Upgrades. Es gibt Frühstück als Amenity im Check-in, Punkte oder einen Snack. Und dann so, nee, das haben wir nicht. Und nee, da ist auch nichts kommuniziert worden. Dann müsste ich mich wohl irren. Und dann habe ich gesagt, ja, könnte ich einen Late-Checkout bekommen? Wie Late-Checkout? 12 Uhr oder was? Ich so, nee, 14 Uhr ist, glaube ich, das. Nee, also 14 Uhr müssen sie extra zahlen. Also das ist das, was mich ärgert, dass das Programm einfach nicht mehr klar differenzieren kann zwischen, was sie kommunizieren als IHG und was sie als Hotel wissen. Das, also das, ich meine, es ist ja nicht meine Aufgabe, das Hotel zu schulen. Es hat sich irgendein Indie, ich glaube, muss ich Indiegogo sagen, also Indigo Hotel, gehandelt. Ja. Traurig, Mario, was hältst du von sowas? Ja, also wenn man schon einer solchen Gruppe angehört, sollte man natürlich auch die Benefits des jeweiligen Programms kennen. Alles andere ist ja doch eher ein bisschen traurig. Und also, wenn die Kunden, ich kenne das, wenn die Kunden sozusagen das Hotel darüber belehren müssen, was es denn für Benefits gibt, dann finde ich das immer ein bisschen grenzwertig. Aber ich kann an dieser Stelle einfach nur noch sagen, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV in der Take-Off-Folge am Montag und kommentiert unten, lacht die Glocke an, nachdem ihr abonniert habt und lasst uns ein Like da. Ich möchte das Ganze auch nicht wiederholen. Soll ich es wiederholen, Mario? Die harte Lösung von Michael O'Leary einführen. Wir kommen mit Militär. Genau. Wir werden jetzt auch Dienstränge einführen. Ich bin ja was hast du gesagt? Feldwebel war ich. Oberfeldwebel. Das heißt, also der auch die Getränke bringt, ist der Ober. Genau. Also, danke und bis dann. Ciao. Und ciao. Kommentieren. Ciao, ciao. Militär. Tschüss.